Hallo zusammen zu einer Sondersendung zum Schulsportaktionstag von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics. Ich bin's, Emilia, mit dabei ist heute auch Ferdi. Hallo. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Ja, hallo, ich bin der Harris. Ich spiele bei den Alba Rollis, Regionalliga und zweite Bundesliga. Genau. Und wir haben heute verschiedene Sachen für euch vorbereitet. Wir werden uns am Anfang mit einem Siebenkampf zusammen so richtig warm machen, haben danach verschiedene Mannschaftswettkämpfe, die wir hier vormachen werden und die ihr zu Hause bzw. in eurem Klassenzimmer machen könnt. Und dann am Ende haben wir noch eine coole Challenge für euch, die bis zum 7. Oktober geht. Für die einzelnen Siebenkämpfe und Spiele werden wir unterschiedliche Gegenstände brauchen. Das wird in den verschiedenen Spielen auch mal etwas mehr sein. Deswegen werden wir euch in dem Fall kurz vorher ansagen, was alles gebraucht wird. Dann könnt ihr die Pause-Taste benutzen und die Sachen schnell ranholen, dass ihr dann auch in das Spiel oder die jeweilige Übung starten könnt. Auf geht's! Für den ersten Teil, den wir jetzt heute gemeinsam machen werden, haben wir einen Siebenkampf vorbereitet. Das ist kein richtiger, reeller, olympischer oder paralympischer Siebenkampf, sondern es ist eine bunte Mischung an olympischen Disziplinen, die uns hier heute helfen soll, uns gemeinsam zu erwärmen. Dafür braucht ihr jetzt etwas Platz im Klassenzimmer, in der Mensa, in der Aula oder in der Turnhalle, wo auch immer ihr uns gerade seht. Ihr braucht Platz und ihr braucht als Hilfsmittel nur ein Pullover oder eine Jacke, irgendein Kleidungsstück, was wir nachher zwischen die Hände nehmen können. Und als allererste Disziplin nehmen wir das Gehen, beziehungsweise für dich das Rollen, und zwar das olympische Gehen. Das heißt, es muss immer ein Fuß mit Kontakt am Boden bleiben und das vordere Bein wird gestreckt am Hacken aufgesetzt. Mhm. Und dann würde ich sagen, drehen wir erstmal. Wir haben hier ein bisschen Platz, wir drehen im Kreis für ungefähr 40 Sekunden, dass wir übers Gehen hineinkommen. Einmal außen ums Logo. 1, 2, 3, ihr seid bereit. Gestrecktes Bein, Hüfte geht mit, Armeinsatz. Und dann gehen wir erstmal. Oh, du bist aber schnell unterwegs hier. Oh. Muss ich mir richtig bei der Erwärmung schon. Ja, das ist ein bisschen schwer als Rollifahrer, ne? Ja. Oh. Oh. Ich komme. Du kommst, ja? Ich habe relativ viel Platz hier vor mir. Klick gleich einen Drehwurm. Dann machen wir kurz die Bremse und gehen die anderen 20 Sekunden in die andere Richtung. Oh, okay, und drehen. Dem Drehwurm entgegenarbeiten. So, jetzt Emilia, jetzt musst du mal ein bisschen Tempo vorlegen. Harris. Nein. Ist dahinter. Ich glaube, ich mach mal ohne Armbewegung. Entspurt. Du bist auch schon wieder hier an. Auf geht's. Aufholjagd. Einmal. Okay. Quasi der erste Zieleinlauf heute. Also. Jetzt kommen ja noch 6 Disziplinen, ne? Ja. Ich puste ja jetzt schon. Bei der zweiten Disziplin bewegen wir jetzt uns von unserer imaginären Straße ins Wasser. Wir wollen nämlich Kanu fahren und dafür brauchen wir jetzt die Pullover. So. Hier. Danke. Bitteschön. Wir nehmen den Pullover und halten den zwischen unseren beiden Händen ordentlich auf Spannung. Die Übung könnt ihr jetzt im Sitzen machen, entweder auf einem Stuhl oder auch auf dem Boden. Ich gehe mal runter auf den Boden. Jo. Wir halten den Pullover auf Spannung, ganz gerader Rücken und dann geht's los. Wir paddeln einmal auf einer Seite, wieder in die Mitte und auf der anderen Seite. Alle verstanden? Wer richtig auch noch seine Bauchmuskeln zum Glühen bringen möchte, kann die Beine dabei noch mit nach oben nehmen. Bereit? Möchte ich das? Ja, ich möchte das. Okay. Ich traue mich mal. 3, 2, 1, go! Ihr paddelt andersrum, gut. Komm ich mit. So, prüft immer zwischendurch, ob eure Arme wirklich den Pullover auf Spannung halten. Und wenn wir ins Wasser stechen, ziehen wir ganz bis hinten durch, ne? Jetzt! Oh, das geht richtig auf den Bizeps, du. Uiuiui. Also ich glaube, würde ich in einem Boot sitzen, wird das Boot ganz schön wackeln bei mir. Ja. Okay, 5, 4, 3, 2, 1 und stopp.
Okay. Zweite Übung. Gut aus der Puste. Wir brauchen jetzt für die nächste Übung weiterhin unser Kleidungsstück. Denn die nächste Übung ist das Gewichtheben. Dafür gehe ich mal, stell mich wieder hin. Du kannst es auch mit im Sitzen machen. Gut. Und für das Gewichtheben stellen wir uns vor, wir haben eine Langhantel. Die Langhantel hängt hier vorne vor unseren Knien. Und wir kommen heraus, drehen die Hantel nach oben, strecken uns zur Decke und haben dabei viel Spannung im gesamten Körper. Gehen wir da herunter, kommen zurück in die Ausgangsposition. Dabei die Knie nach außen halten, keine X-Beine, Fußspitzen leicht nach außen ausstellen. Und dann Gewicht hoch, hochdrücken, strecken. Rücken bleibt schön gerade? Rücken bleibt schön gerade. Wir brauchen ganz viel Spannung im Oberkörper dabei. Okay. Okay? Gut. Wir gehen runter, wir nehmen das Gewicht auf. Warte, wir müssen noch hier unser Startkommando geben. Okay. Ihr seid bereit? Wir sind bereit, ja. Ja. Auf geht's. 3, 2, 1, go. Urlaub. Nochmal. Ja, hatten wir eine richtige Langhantel mit Gewicht. Könnte man es auch vorne auf den Schultern ablegen. Das ist relativ leicht. Deswegen ist es wichtig, dass wir ganz viel Spannung im Körper haben von alleine, um das Gewicht zu simulieren. Ich finde, wenn man so richtig Spannung im Körper hat, wirkt der Pulli viel schwerer als eigentlich. Ja, und auch, je nachdem, wie lange man unten in der Ausgangsposition verharrt, ein leichtes Wippen merkt man es auch schon in den Oberschenkeln. Einer geht noch, ne? Einer geht noch, genau. Auf geht's. Und hoch. Sehr gut. Okay. Haben wir das auch geschafft? Ich bin hier heute anscheinend fürs Wasser verantwortlich, denn wir gehen jetzt vom Gewichtheben zum Schwimmen. Auch diese Übung könnt ihr entweder im Sitzen machen oder auch, wenn ihr euch auf den Bauch legt. Im Sitzen wäre es so, wir wollen kraulen, das heißt, ihr nehmt die Arme von ganz hinten mit und krault bis nach vorne durch. So weit wie es geht nach hinten nehmen und dann nach vorne durchkraulen. Wenn ihr das Ganze in Bauchlage machen wollt, also entweder auf dem Boden oder wenn ihr dürft, legt euch auf die Tische, dann könnt ihr eure Arme auch nach hinten ziehen und wieder nach vorne bringen. Okay? Okay. Ich habe mir meinen Pullover hier ausgelegt. Dein Pool. Ich mache meinen Pool in Bauchlage. Okay, ich mache es auch im Sitzen. Okay. Du machst in Bauchlage? Ja. Okay, dann ab ins Wasser, auf die Plätze, fertig, go. Oh. Hattest du die Füße hinten aufgestellt in Bauchlage oder waren die mit am Strampeln bei dir? Ich hatte die mit dabei. Mit dabei? Okay. Sonderantrieb. Sonderantrieb, dann strampel ich hier hinten auch mal los. Gucken, wie lange ich das durchhalte. Michael Phelps 2.0 hier am Boden. Ja, so große Füße habe ich. Schaffen das. Okay. Oh, das geht jetzt schon ganz schön in den Rücken bei mir. Denkst du auch dran, Luft zu holen da unten? Und 5, 4, 3, am Beckenrand abschlagen am Ende, 2, 1 und zack, abgeschlagen. Okay. Dann geht's wieder aus dem Becken heraus und wir kommen vom Schwimmen zum Fechten. Dafür brauchen wir jetzt erstmal den Pullover nicht mehr. Ich lege meinen kurz zur Seite. Und das Fechten gibt es sowohl bei den Olympischen Spielen als auch bei den Paralympischen Spielen. Und es funktioniert relativ ähnlich, nur dass bei den olympischen Fechtern diese Ausfallschritte nach vorne, wenn man in eine Attacke geht, mit dabei sind. Im paralympischen Fechten ist es ein sehr weites nach vorne lehnen. Das heißt, es würde dann so aussehen, wenn wir beide gegeneinander fechten würden. Harris würde eine Attacke starten, dann würde ich ausweichen und jetzt versuchen, nach vorne zu kommen. Okay? Das ist eine tiefe Körperposition. Knie sind gebeugt, eine Fußspitze zeigt nach vorne. Wir sind bereit. Wir machen jetzt einen aggressiven Angreiferschritt und zwar nach vorne und gehen in die Attacke und kommen schnell wieder zurück. Und nochmal.
explosiv nach vorne und schnell wieder zurück, dass wir dann noch abwehren können. Okay. Okay, also Parade, Attacke, zurück. So, wie ist das Startkommando beim Fechten? Wisst ihr das? 1, 2, 3, los. Okay, heute ist es 1, 2, 3, los. Gibst du das Startsignal? 1, 2, 3, los. Und schnell zurück. Zehn auch Kopftreffer? 1, 2, 3, los. Ja, meine. Das müsste auch an der Maske jeweils. 1, 2, 3, los. Ja, Fechten ist ja so französisch geprägt, ne? Ja. Also nicht en garde. Oh, ah, Muskeltiere. Ja, das geht auch. Allez. 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 En garde. Allez. So. Ich bin ein mutiger Fechter. Allez. Ich wechsle mal die Hand. Uiuiui. Ich wechsle auch den Fuß. Oh. Mal gucken, wie viele Treffer ich da erziele. Allez. Alle. Explosiv. Huch, was hängen geblieben hier. Alle. So, einen machen wir noch, eine Attacke. Alle. Hopp, und wieder zurück. Gut. Okay, also ich habe gegen meinen imaginären Gegner auf jeden Fall gewonnen. Ich auch. Bin ich mir sicher. Ich habe ganz viele Löcher in die Luft gestochen, aber war dabei. So, jetzt wechseln wir unser Gerät vom Bogen oder Säbel hin zur Kugelstoßkugel. Die stellen wir uns natürlich auch nur vor, wir wollen ja die Tafel nicht kaputt schmeißen. Beim Kugelstoßen, einer Disziplin aus der Leichtathletik, gibt es verschiedene Techniken. Wir wollen heute aus dem Stand stoßen. Das bedeutet, wenn ich in diese Richtung stoßen möchte, drehe ich mich mit der Körperseite zu dieser Richtung. Dann mache ich einen Ausfallschritt nach hinten und beuge den Oberkörper mit nach hinten. Ja, die Kugelstoßkugel ist hier vorne am Hals. Die halte ich fest, die liegt quasi auf den Fingerkuppen drauf und die Hand ist abgeklappt. Also wir haben die nicht in einer gleichen Haltung wie den Arm, ja, sondern sie ist abgeklappt und der Ellenbogen bleibt oben. Boah, das waren ganz schön viele Informationen auf einmal, aber bei euch beiden sieht das richtig gut aus. Okay. Also stellt euch die Kugelstoßkugel vor, wir haben den Ellenbogen weiter oben und dann geht es in diese Richtung. Bereit? Ja. 3, 2, 1, go. Okay, richtig aufdrehen. Okay. Genau, das ist natürlich auch wichtig. Wir wollen ja groß werden und so hoch wie möglich rausstoßen. Gleich nochmal. Nach hinten lehnen und nach vorne. Du nimmst den anderen Arm und ziehst nochmal richtig hoch. Okay. Genau. So? Das ist einfacher für mich. Okay. Muss man nicht machen. So. Und nochmal nach hinten lehnen und nach vorne oben. Und noch einmal nach hinten lehnen und los geht's. Darf ich auch in die andere Richtung wieder stoßen? Aber natürlich. Cool, also mit dem anderen Arm. Nach hinten lehnen und los geht's. So, einer geht noch. Jo. Und weg damit. Okay. So, jetzt haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Disziplinen gemacht, oder? Genau. Ja. Wir gehen in die letzte Disziplin über. Und das wird heute das Rudern sein. Dafür brauchen wir jetzt wieder unseren Pullover oder unsere Jacke, die wir vorhin schon hatten. Du hattest die ersten beiden Disziplinen im Wasser. Ich habe die dritte. Und das Rudern machen wir jetzt auch wieder im Sitzen. Und zwar gibt es eine etwas leichtere Variante, bei der dann auch wieder die Füße auf dem Boden aufgestellt wären. Unser Pullover wird vorne gestreckt. Okay. Und der Ruderschlag wird dann so aussehen, dass wir nach vorne vorgehen und dann über die Knie zu uns zurückziehen und uns dabei etwas zurücklehnen. Wieder nach vorne gehen und ordentlich Zug reingeben. Ja, wenn wir vorne sind, ist die Ruder aus dem Wasser eingestochen, durchgezogen. Okay. So, Emilia, wenn du jetzt dabei die Füße heben würdest, wäre es im Bauch wieder etwas anstrengender. Dann wärst du hier lang fertig, genau. Und dann, wenn dann die Füße rangehen, gehst du vor deine Knie. Okay. Und ziehst dann durch. Okay? Mhm. Letzte Disziplin. Ich bin gespannt, wer hier unser Wettrennen gewinnt. Auf jeden Fall. So, Startlinie, alle eine Höhe. Okay. Ein Bärchen. Gut. Eins, zwei, drei, los. Ja. Eins, zwei, drei und los. Erster Schlag. Und auch das wird jetzt schon wieder
nach 3 Schlägen im Bauch ordentlich anstrengend. Ich weiß nicht, ob dein Boot auch zittert. Hey, ich gleite hier durchs Wasser wie nichts. Schneller. Immer schön Spannung halten und kräftig zurückziehen. Wir haben noch 5 Schläge, die wir gemeinsam machen werden. Noch 5? Ja. 4. 3. 2. Kräftig. 1. Und Zieleinlauf. Ah, da kommt er als Erster rein. Hast du jetzt gewonnen, oder was? Olympiasieger. Sehr gut. Jo. Das heißt Goldmedaille. Goldmedaille im Rudern für dich, Haris. Ich fühle mich geehrt. Dankeschön. Sehr gut. Also, ich bin jetzt warm. Ich auch. Ich hoffe, ihr habt genauso fleißig mitgemacht. Die Erwärmung hat auch bei euch viel erreicht. Ihr seid gut dabei, dass wir jetzt nach der gemeinsamen Erwärmung mit dem Siebenkampf übergehen können in die Mannschaftsspiele. Auf geht's mit Spiel Nummer 1. Das Spiel ist aus dem Bereich Basketball. Und Haris, du kennst dich ja da besonders gut aus. Ja. Was machen wir denn jetzt überhaupt? Wir haben Gegenstände in der Hand, 5 Gegenstände. Und die probieren wir jetzt in den Müll, in den Eimer zu werfen. Dazu brauchen wir 2-3 Teams, wie viele ihr auch in der Klasse seid. Der Eimer kommt in die Mitte und dann stellen wir uns halt alle um den Eimer rum oder wenn zum Beispiel in die Ecken. Und dann probieren wir halt den Ball da reinzuwerfen oder was auch immer ihr in der Hand habt. Das gehen auch Socken, Kastanien, Bälle, Stifte. Je nachdem, was ihr in der Hand habt. Nur so ein paar Klassenalltagsgegenstände. Radiergummi. Radiergummi. Ja. Genau. Wenn ihr noch keinen Platz habt bei euch im Klassenzimmer, dann probiert mal jetzt möglichst viel davon zu schaffen. Also alle Stühle, alle Tische, alles an den Rand. Und wir werfen ja nicht alle von der gleichen Position, nee, sondern du meintest ja, wir stellen uns in verschiedene Ecken. Ja. Und wer hat das Spiel dann gewonnen? Der die meisten Punkte hat, würde ich sagen, oder? Genau. Ja. Also wer am schnellsten seine 5 Gegenstände da reinkatapultiert hat. Das heißt, wenn ich nicht treffe, einfach wiederholen. Wiederholen und weitermachen. Auf geht's. So, wir haben alle den gleichen Abstand jetzt. Das ist immer gut. Startkommando. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh no. Ey. So weggeschoben hier. Uiuiui. Gibt's ja gar nicht. Schnell wiederholen. Yes. Die Kastanien gehen richtig gut hier gerade. Wuhu. Oh, jetzt musst du nur meine 5. Kastanie wiederfinden. Nein. Der war drin. Oh, ich weiß nicht, wo mein 5. Mein Ball liegt da hinten. Hier sind 2. Da spiele ich mit 2. So, jetzt wird's mal Zeit für ein paar Treffer in Folge. Meine Kastanie hier nochmal. Und 5. Oh, ich glaube, die waren schon zu spät. Ja, bei 5 Paar Socken. Also 1, 2, 3, 4. Ja, gecheatet. Ein Ball. Und meine 4. Kastanie ist hier wieder rausgefallen. Ich habe das auf Video. 1, 2, 3, 4. Das heißt, erste Runde ging an Ferdi. Jetzt seid ihr natürlich im Klassenzimmer gefragt. Dieses Spiel könnt ihr natürlich wunderbar als Mannschaftsspiel spielen und euch dann gegenseitig auch die Objekte zuwerfen, wenn sie ein bisschen weiter weggekullert sind, sodass das zusammen ganz gut klappt. Wir sind mit dieser Runde durch und jetzt geht's weiter zum nächsten Spiel. Gerne. Unser zweites Spiel heute ist Klassenraum-Tischtennis. Dafür haben wir jetzt die Tische, die wir vorher zur Seite geräumt haben für unser Basketballspiel, wieder hereingeholt. Und wir haben einen Tischtennisball, mit dem gleich gespielt wird. Als Schläger benutzen wir das, was hier gerade zur Verfügung ist. Das ist zum einen ein Buch, beziehungsweise ein Kalender in dem Fall. Haris nimmt als Schläger ganz korrekt sein Telefon. Das ist alles überhaupt kein Problem, das ist ja auch ausgeschaltet. Ich habe einen Tischtennisball. Wir haben auf unserem Tisch ein Netz aus Büchern gebaut, als kleines Hindernis. Und
dann funktioniert das Ganze wie ein reguläres Tischtennisspiel. Das heißt, du bekommst den ersten Ball zur Angabe. Ich? Okay. Ja, ihr sitzt beide euch gegenüber und die Angabe bitte auf der eigenen Platte und auf der anderen Platte und dann im weiteren Spiel kommt der Ball bitte nur auf der Gegnerplatte auf. Seid ihr bereit? Ihr habt alles umgebaut, ihr seid bereit? Dann geht's jetzt los. Erste Angabe bitte, Haris. Oh, und da ist der erste Ball gleich vorbei. Das war ein Spiel. Und Kunststück für sich. Komm her, ich hab noch einen weiteren. Habe ich da reingetroffen? Du hast in die Schublade getroffen. Voll Siva. Das probieren wir in den Pausen immer unentwegt und es klappt fast nie. Und jetzt machst du das hier mit dem Tischtennisball. Oh. Ja, jetzt war der bei dir auf der Platte. Das wäre dann ein Punkt für Emilia. Habt ihr schon mitgezählt? 2-0. Jetzt haben wir einen richtigen Ballwechsel. Haris schneidet den Ball auch richtig gut an. Okay, 1-2. 1-2. Oh. Netzroller zählt. Oh. Es wird weitergespielt. 2-2. 2-2. Schmetterball ins Netz wäre Punkt für dich. Wäre? Ist Punkt für dich. Ja, es lebe der Konjunktiv. Ey, yes. So 4-2. Ah! 5-2. Ah. Kommt bei dir auf der Seite wieder heraus. Bis wohin spielen wir? Ich spiele mit 7. Okay. Ach, bis 7 auch noch. Bis 7, okay. Ja, na klar. Aufholjagd jetzt. Das sieht großartig aus. Vorhand zu weit. Du kriegst noch einen. Sie hat den Aufschlag. 7-2. 6-2. 6-2. Satzball hier. Satzball. Spielball. Der ist noch. Der ist noch. Und da fehlt ein bisschen die Überzeugungskraft im Schlag. Das heißt, 7-2 für dich, Emilia. Woohoo. Wenn jetzt bei euch kein Tischtennisball zur Verfügung gewesen wäre, kann man es alternativ auch mit einem Flummi versuchen. Achtung, der springt deutlich anders als der Tischtennisball. Der hat ein Eigenleben für sich. Viel Erfolg. Da kommt die Angabe. Und der wird beim Aufkommen auf der Platte deutlich schneller. Ja. Und dann kriegt das Spiel eine ganz andere Dynamik. Viel Spaß euch beim Nachmachen. So, wir kommen jetzt zum letzten Mannschaftswettbewerb, den wir heute für euch vorbereitet haben. Und jetzt begeben wir uns in die Olympischen Winterspiele, denn wir werden jetzt eine Art Biathlon machen. Wir sind hier etwas eingeschränkt mit dem Platz und deswegen wird unsere Zusatzaufgabe, also quasi die Strafrunde, eine Runde hier bei uns im Studio sein. Ihr im Klassenzimmer könnt natürlich super kreativ werden, ihr könnt eine Art Parcours aufbauen, ihr könnt zusätzliche Kräftigungsübungen mit einbauen und dann geht's gleich los. Außerdem haben wir hier natürlich keinen liegend oder stehend Anschlag mit einem Gewehr, sondern ich werde euch Fragen stellen, die ihr dann auch im Klassenzimmer vorbereiten könnt. Ihr seid bereit? Ja. Ja. Meine beiden Kandidaten hier bekommen die Fragen immer gleichzeitig und wer richtig antwortet, bekommt einen Punkt. Wer falsch antwortet, muss eine Runde auf die Bahn. So, dann kann es ja jetzt losgehen. Erste Frage. Wie viele neue Sportarten werden bei den Olympischen Sommerspielen 2021 eingeführt? 12. Nicht ganz, eine Runde rum. Los geht's. Ich habe jetzt so lange Zeit zu überlegen, oder muss ich jetzt auch was? Du musst jetzt irgendwas sagen. Ich sag 4. Auch falsch. Falsch. Okay, vielleicht kommt die Frage später nochmal. Du bist wieder da. Wann waren die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit? 1900. Ja, wir brauchen eine genaue Jahreszahl. 1900. Achso, 1900 ist falsch. Entschuldigung. Okay. Ich habe im 19. Jahrhundert gedacht. Das wäre richtig. Nee, ändere mal die erste Zahl. Also nicht 1900, sondern 69? Nein, 1800. Wäre es gewesen. Okay, eine Runde geht's los. Mal gucken, ob jetzt der erste Punkt kommt. Was ist der Austragungsort der Olympischen Spiele 2021? Haris, du darfst auch wieder antworten. Tokio. Richtig. 1-0. Hier haben wir den ersten Punkt. Dann geht's jetzt weiter. Welches Land hat bei der ersten Fußball-WM der Herren gewonnen? Uruguay. Stark.
Zweiter Punkt. Oh, jetzt wird's knifflig. Wer ist der erfolgreichste Athlet der Olympischen Sommerspiele jemals mit 23 Goldmedaillen? Marc Spitz. Nein. Wir haben uns heute auch schon in seinem Element bewegt. Usain Bolt? Nee, leider auch nicht. Hä? Okay. Dann noch eine zweite Runde, gleiche Frage. Soll ich gleich die Runde laufen oder soll ich etwas Falsches sagen? Ich kann euch ja einen Tipp geben. Er hat etwas mit dem Element Wasser zu tun. Okay. Ian Thorpe. Nee, den kenne ich gar nicht. Der Schwimmer. Torpedo. Australier. Keine Ahnung, ich kenne niemanden. Okay, dann nächste Frage. Wie viele Schritte hat Usain Bolt bei seinem 100-Meter-Weltrekord in 9,58 Sekunden 41. gemacht? 41. 41? Ja. Richtig. 3-0. Du machst mich fertig. Okay. Wir haben jetzt den Stand 3-0. 2 Punkte gehen noch. Wie viele Athletinnen und Athleten haben schätzungsweise bei den Paralympischen Spielen 2016 in Rio teilgenommen? 5.000. Ja, 4.000. Was sagst du? Es waren tatsächlich 4.200 circa. Dementsprechend ist Harris näher dran. Nächster Punkt für Harris. So. Ich bin gespannt, ob wir jetzt die 5-Punkte-Marke knacken. Welches Land gewann bei der ersten Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen? USA. Richtig. Habe ich voll. Gerettet. Nicht zu null. Schade. So. Und das ist jetzt die letzte Frage. Das heißt, wir haben gerade einen Stand von 4-1. Die letzte Frage ist 5 Punkte wert. Wenn Ferdi sie richtig beantwortet, kann er noch gewinnen. Wenn ihr beide falsch beantwortet, hat eindeutig Harris gewonnen. Wir hatten die Frage schon mal und ich bin gespannt. Wir hatten damals 4 und 12 als Antwortmöglichkeiten, ob ihr jetzt auf die richtige Antwort kommt. Wie viele neue Sportarten werden bei Olympia 2021 eingeführt? Eine Chance? Eine Chance. 5. Korrekt. Wirklich? Es sind tatsächlich 5 neue Sportarten. Das heißt, Harris hat zwar quantitativ gewonnen. Ja, auf jeden Fall hat er gewonnen. Deine Sonderregelung. Nee, ist gut. Die Sonderregelung geht eigentlich nicht. Also, ihr habt euch auf jeden Fall gut geschlagen. Ihr könnt euch jetzt natürlich im Klassenzimmer auch selbst neue Fragen ausdenken. Ein paar konnten wir ja nicht beantworten. Vielleicht wisst ihr ja die Antwort. So, jetzt haben wir all unsere 3 Mannschaftswettbewerbe fertig. Das heißt, jetzt ist Zeit für unsere Challenge. Bei unserer Pass-Challenge ist jetzt Kreativität gefragt. Wir wollen mit so vielen Menschen wie möglich diesen Ball hier einmal durch die Gegend schicken. Du wirst jetzt gleich den Startschuss geben und dann kann's losgehen. Mit dem Pass ist jetzt erstmal Schluss. Genau, und jetzt seid ihr nämlich gefragt, trommelt so viele Schülerinnen und Schüler wie möglich zusammen und zeigt uns eure Kreativität und macht eure Pass-Challenge. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was da für Videos bei rauskommen. Die könnt ihr dann einfach auf eurer Schulwebsite hochladen oder auf den Social-Media-Kanälen eurer Schule. Wir gucken die uns dann an, indem ihr uns einfach einen Link schickt, entweder per Mail an sportmachtspaß@albaberlin.de oder ihr schickt uns den Link über unsere Social-Media-Kanäle.
Das war's jetzt mit der Sondersendung für heute. Uns hat's auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir hoffen, euch auch. Wir sehen uns dann bei den Videos. Und bis dahin, ciao. Tschüss. Ciao.